eine komplett andere Landschaft. Der Schwarzwald beginnt. Burg Hohengeroldseck bei Seelbach. Sie wurde 1689 zerstört. Seitdem ist hier der Ofen aus. Bei ihm geht der Ofen gerade an, 7:30 am Abend. Heiko Pfaff, Bäcker der Klostermühle in Gengenbach. Nur Holzbackofen. Also ich denke mal, in eine normale Bäckerei wollte ich gar nicht arbeiten. Das ist was Besonderes für mich. 6 Öfen feuert er jeden Abend an. Gut 2 Stunden, bevor das erste Brot reinkommt. Also meine Oma hat mich eigentlich gelehrt, wie ich hier Brot backen soll. Als kleiner Bub ich mal hier als rumgerannt und hat so zugeschaut, was die Oma macht. Und wo ich dann aus der Lehre damals kam und angefangen habe, hier Brot zu backen, wurde ich jeden Tag angemeckert. Das mache ich falsch, du musst es anders machen. Und so habe ich es gelernt. Leib Brot bäckt Heiko Pfaff in einer Nachtschicht. Alle von Hand geformt. Nur 3 Sorten hat er im Sortiment. Ein Genuss pur ist. Die Bäckerei Klostermühle hat auch eine Art Museum, direkt neben der Backstube. Die Pfaffs hatten ihre alte Mühle schon abgerissen und Jahre später eine andere Mühle wieder aufgebaut. Aus Nostalgie. Das ist halt ein traditionelles Erinnerungsstück an das, was mein Großvater schon gemacht hat. Er war noch Müller. Mein Vater damals hat es dann hier einbauen lassen, einfach um die Klostermühle zu erhalten. An den Umbau kann ich mich noch erinnern. Das war so, ja, da war ich so 10 Jahre alt, 9 bis 10 Jahre alt. War es schön, auf der Baustelle rumzuspielen und zu sehen, wie das langsam immer größer wird. Und als kleines Kind ist man schon fasziniert von den ganzen Mühlrädern und dem Ganzen, wie das so entsteht. Und deswegen habe ich das, denke ich, auch mal bis heute bewahrt. Der Bäcker lässt es gerne krachen, hat sich den Namen seiner Band sogar eintätowiert. Ich habe 1994 angefangen und habe gedacht, das wäre einfach so, nach all den Jahren kann man dem Ganzen mal ein bisschen Tribut zollen, dass wir uns schon so lange verstehen und kennen. Alte Handwerkskunst, harter Rock. Ja, vielleicht ist auch gerade heutzutage das, was es ausmacht, dass man eben ein bisschen flippig sein muss, um was Traditionelles zu machen. Früher, damals mit 16, 17, 18, halt einfach ein bisschen Gitarre und Handnummer und ein bisschen Krach gemacht. Ja, und das hat sich dann so entwickelt. Also wir hatten am Anfang nie eine Richtung, dass man wirklich Metal machen wollte oder sonst was. Wir haben einfach angefangen und das hat sich dann so entwickelt. Und es macht auch Spaß. Man kann sich einfach ein bisschen mehr ausleben. Es ist einfach wichtig, dass dann zum Schluss das Ganze zusammen schön klingt und dass alles passt. Da ist mir egal, ob er über Wurstbrötel singt oder über eine verlassene Frau. Das ist mir egal. Und noch ein Hobby pflegt der Bäcker aus Gengenbach. Mit dem Mountainbike durch die Heimat düsen. Das genießt er. Es geht rauf auf den Siedigkopf, fast 900 Meter hoch. Im Dezember 1999 hat hier der Orkan Lothar schwer gewütet. Allein in Deutschland gingen die Schäden durch den Sturm in die Milliarden. Viele Millionen Hektar Wald wurden vernichtet. Die Hänge im Schwarzwald waren besonders betroffen. Seit 2001 erinnert ein Mahnmal auf dem Siedigkopf an die Katastrophe. Aus 3 alten Weißtannen hat ein Künstler Figuren geschaffen, die nur stehen, weil sie sich gegenseitig halten. Der Holzofenbäcker hat dazu eine direkte Verbindung. Ich
lebe ja vom Holz und dementsprechend ist es ja auch wichtig, dass der Wald für mich lebt. Es ist einfach die Aussicht hier oben, die Weite und die Ruhe. Du hast jedes Mal einen völlig anderen Blick, jedes Mal das Licht anders, die Atmosphäre ist hier oben anders und es ist einfach atemberaubend, dass man da immer ein bisschen was anderes hat und es ist immer wieder neu. Also genau der richtige Ort für perfekte Genießer im Oberrheintal.